Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe meinem geschätzten Vorsitzenden aus dem Gesundheitsausschuss, dem Herrn Professor Dr. Franke, ausgesprochen gerne zugehört, weil ich finde, er verfügt doch über ein gerührtes Maß an Ehrlichkeit, wenn er sagt, die erste Spreizung des Beitragssatzes für die gesetzliche Krankenversicherung haben Sozialdemokraten und Grüne im Jahr 2005, ist im Jahre 2005 gemeinsam auf den Weg gebracht. Und insofern möchte ich, ja, ist doch schön, ist doch so. Ja, es ist da auch so, ist da auch, es ist da auch schön zu erkennen. Ja, genau. So. Also manchmal tun auch Leute, die Sie gar nicht mögen, vielleicht was Richtiges. Aber ich wollte doch nur dem Eindruck widerstehen, dass hier nichts geschichtlich Falsches festsetzt, dass es die Sozialdemokraten nicht gewesen sein könnten, die die Beitragsspreizung eingeführt haben. Und dass die Grünen damals nicht zugestimmt haben könnten, als die Beitragsspreizung kam. Ich will Ihnen mal dass wir gemeinsam das gleiche Erinnerungsvermögen haben. Wissen Sie, was eine Kollegin Bender damals gesagt hat in der Debatte? Ich zitiere ausdrucksweise mit Genehmigung der Präsidentin. Die einen erheben normalerweise einkommensabhängige Beiträge. Das hätten wir in diesem Fall geändert. Die anderen erheben sowieso risikoadäquate Beiträge. Ein weiterer Nachteil war, dass wir den Wettbewerb innerhalb der gesetzlichen Krankenkassen in diesem Bereich stillgelegt haben. Denn bei einem einheitlichen Beitrag hat keine Krankenkasse mehr wirklich Interesse daran, durch gute Beratung der Versicherten für wirtschaftliche Leistungserbringung zu sorgen. Das ist jetzt wieder anders. Zitat Ende. Frau Bender, Ihre Kollegin. So, und deswegen sage ich nochmal, wenn Sie über diese Fragen nachdenken, müssen Sie doch auch im Interesse der Versicherten denken. Und wenn es im Interesse der Versicherten ist, eine besonders wirtschaftliche und gute Leistungserbringung zu erhalten, dann hat doch vielleicht die gespreizte Beitragssituation Ihren Sinn, Herr Professor. Oder stimmt das nicht? So, und jetzt frage ich Sie, jetzt springe ich rein. Erlauben Sie denn vom Professor eine Zwischenfrage oder eine Bemerkung? Jederzeit. Gut. Dann der Herr Professor Dr. Edgar Franke. Wenn mir das nicht auf die Redezeit angeredet wird. Ja. Ich habe angehalten, natürlich. Sehr gut. Ihnen nicht zugerechnet. Sehr gut. Herr Schüssel. Sind Sie mit mir einer Meinung, dass 2003 eine ganz andere wirtschaftliche Lage war? Wir waren der kranke Mann in Europa. Wir hatten 5 Millionen Arbeitslose. Momentan haben wir Rekordbeschäftigungszahlen. Wir haben eine herausragende wirtschaftliche Lage. Und den Unternehmern geht es so gut wie nie zuvor. Insofern kann man die beiden ökonomischen Rahmenbedingungen, die Beschäftigungszahlen, nicht miteinander vergleichen. Sind Sie da mit mir einer Meinung, sehr geehrter, hochverehrter Herr Stritzel? Sehr geehrter Herr Professor Dr. Franke, ich bin mit Ihnen erstens einer Meinung, dass 2003 zu Zeiten rot-grüner Bundesregierung unter Bundeskanzler Gerhard Schröder Deutschland in der Tat wirtschaftlich dem kranken Mann am Bosporus glich. Punkt 1. Punkt 2. Ich hatte es für mutig gehalten, dass der damalige Kanzler dieses eigene Fehlversehen eingeräumt hat und gesagt hat, dagegen muss ich etwas tun. Ich stimme Ihnen drittens überein, dass die Frage der Betrachtung der Lohnnebenkosten für die Frage der Wettbewerbsfähigkeit deutscher Arbeitsplätze von hoher Bedeutung ist. Nicht das einzige, aber von hoher Bedeutung. Dieses Grundprinzip der Volkswirtschaftslehre, was auch ich studiert habe ein wenig, setzt sich aber nicht nur fort, wenn Arbeitsplätze fehlen, sondern setzt sich auch dann fort, wenn es darum geht, die Wettbewerbsfähigkeit von Arbeitsplätzen darüber hinaus zu erhalten und zu sichern. Und genau in der Situation sind wir heute, wo wir im Rahmen der Globalisierung deutsche Arbeitskräfte, Produktionsstätten in Deutschland gegen ausländische Billigkonkurrenz verteidigen müssen. Und deswegen ist die Situation, Lohnnebenkosten zu senken, heute genauso richtig wie damals. Und ich sehe mich mit Ihnen einig, dass die Lohnnebenkosten eine entscheidende Frage sind. Und deswegen ist die Spreizung des Beitrages genau das, um was es heute geht. Und Frau Klein-Schmeink möchte eine Zwischenfrage stellen. Ja, wollen Sie die beantworten? Mache ich natürlich, ist doch klar. Aber dann reicht's. Aber ich bin gerne in Ihrer Nähe, insofern.
Ja, ich schaue auf die Uhr heute. Sind da Ihre Kollegen? Ja, zu Recht. Ich auch. Sie beide. Ihnen ziehe ich jetzt nichts ab. Ja, Herr Stritzel, Sie haben jetzt sehr deutlich auf die Lohnnebenkosten noch mal abgehoben. Das war ja in den Anfang der 2000er Jahre sehr modern. Das war sozusagen das Allheilmittel gegen den Globalisierungsdruck. Im Nachhinein sieht man, dass das ganz, ganz viele andere Nebenwirkungen produziert hat, mit denen wir heute in der Finanzmarktkrise immer noch kämpfen müssen. Aber zur Sache der Lohnnebenkosten. Wenn Sie sich anschauen, einen Handwerkerlohn insgesamt, in die Handwerkerkammer Bayern hat das ja noch mal deutlich vorgerechnet, von 48 Euro die Stunde, dann haben wir sämtliche Sozialversicherungslasten inklusive Urlaubsgeld und allem drum und dran, kommen dann auf 4,58 Euro. Wenn wir jetzt über den Zusatzbeitrag reden und die Anpassung wieder, dann würden wir über 0,42% des Handwerkerlohnes sprechen. Das kann doch nicht der Faktor sein, der uns vor der Globalisierung und vor dem globalen Markt rettet. Das kann ja nicht sein. Also geht es doch um was anderes. Und da müssen Sie sich doch mal fragen, und das wäre die Frage auch an Sie, wie wichtig müssen wir denn die soziale Partnerschaft nehmen? Wie wichtig müssen wir den sozialen Zusammenhalt nehmen? Sind das nicht letztendlich stabile wirtschaftliche und ökonomische Rahmenbedingungen, gesellschaftliche Rahmenbedingungen, die ja gerade eine Produktion auf hohem Niveau möglich machen? Wäre das nicht eigentlich der Weg? Sehr geehrte Frau Kollegin, bitte sehen Sie mir nach, dass ich Ihre Rechnung so nicht im Schnellverfahren nachvollziehen kann. Aber ich will es mal generalisierend sagen. Das habe ich auch schon in der Vorfrage versucht zu sagen. Die Frage der Spreizung, der Teilspreizung des Krankenkassenbeitrages ist nicht das Allheilmittel. Es ist ein Teilaspekt. Und dann würde ich es ein bisschen von der Gegend, wo ich herkomme, aus Schleswig-Holstein, ländliches Land, da sagt man, auch Kleinvieh macht Mist. Das ist genau der Punkt. Sie müssen ja die Addition der Punkte sehen, wenn Sie über Lohnnebenkosten reden. Und dann haben wir Herrn Weinberg, unseren Geschichtsmann von vorhin, mit reaktionär und konservativ. Die Frage, welche weiteren Lasten wären eigentlich wie im System verteilt? Und da tun wir so, als ob Parität das Einzige ist, um was es geht, wenn wir über sozialen Ausgleich dieser Gesellschaft reden. Darum geht es aber gar nicht nur allein um die Parität. Die Disparität, Frau Kollegin, steht doch in vielen Bereichen eher Pate denn die Parität. Nehmen Sie sich das zum Beispiel an bei der Frage der Minijobber. Versicherungsbeitrag zahlen die Arbeitgeber ganz alleine. Gesetzliche Unfallversicherung kommt den Versicherten zugute. Den Arbeitnehmern zahlen die Arbeitgeber alleine. Lohnfortzahlung, egal wann Sie sie von der Geburtsstunde her, zeitlich verankern und sagen, ob mit Schmerzen oder ohne, zahlen aber in den ersten 6 Wochen die Arbeitgeber alleine. Da reden wir über einen Betrag von über 50 Milliarden in Deutschland. Da können Sie doch nicht sagen, das bringt alles nichts, das ist alles nichts. Das ist eine hohe Leistung auch der Arbeitgeber in diesem Land. Und letztlich, Frau Kollegin, haben Sie völlig recht, gutes soziales Klima in einem Land ist ein wesentlicher Wettbewerbsfaktor. Das hat Deutschland stark gemacht. Deswegen achten wir doch alle drauf, dass dieses gute Klima erhalten bleibt und ringen um die besseren Lösungen. Und deswegen sage ich, ist ein Krankenkassenbeitrag, der sich bei 14,6% paritätisch finanziert. 14,6%. Das sind fast 200 Milliarden im Jahr. 200 Milliarden. Da kann man nicht sagen, das ist nichts. Wenn dann die letzten 0,83% nicht paritätisch finanziert werden. Wir müssen immer ein Stück auch für die Relation Gedanken haben. Und wenn wir das, und das haben Sie ja selber auch so gesehen vor ein paar Jahren, das ist Ihnen ja auch nicht neu, wenn Sie sagen, es geht um diesen Wettbewerb, um dem Versicherten, dem Kranken, die Möglichkeit zu geben, eine möglichst gute, aber kostengünstige Situation für sich zu haben, dann ist es ein gutes Instrument. Und wenn wir wissen, dass wir in einer alternden Gesellschaft gezwungen sind, wenn wir gute Versorgung vorhalten wollen, sie nicht ausschließlich über Arbeit zu finanzieren, wenn wir das ein Stück entkoppeln müssen, Arbeit und Gesundheitskosten, dass wir in dem Bereich dann auch gucken müssen, dass wir das auch mit Systemen machen, mit Anreizsystem machen, die zu Verbesserungen führen, um den wirklichen Fortschritt auch an den Mann zu bringen. Insofern glaube ich, ist das, was damals beschlossen wurde, 2005, zunächst von Ihnen zusammen mit Gerhard Schröder, richtig. Damals hat Ulla Schmidt gesagt,
Heute treffen wir eine Entscheidung, die im Interesse der Versicherten sozialverträglich und unbürokratisch ist. Es wäre gut, wenn Sie dabei mitmachten. Dies zeigte, dass auch Sie in schwierigen Zeiten Verantwortung übernehmen. Mein Appell an Sie, glauben Sie Ihrer damaligen Gesundheitsministerin, sehr geehrter Herr Professor, Sie waren damals schon im Parlament, ich nicht, und stellen Sie sich dieser Verantwortung. Versuchen Sie nicht, da rauszugehen. Das ist vielleicht in einer oder anderen Diskussion geschmeidiger, das will ich gar nicht bestreiten. Jemandem zu sagen, du kriegst von mir einen Euro mehr, ist immer sympathischer, als zu sagen, du kriegst von mir einen Euro weniger. Schon logisch. Aber wir sind einer Gesamtsituation verantwortlich. Wir sind dem Gesamtinteresse verantwortlich. Wir sind der Allgemeinheit verantwortlich. Und deswegen müssen wir immer wieder alle Anstrengungen dafür unternehmen, auch wenn es mal unbequem ist, mal das Kreuz durchdrücken und zu sagen, wir waren, wir sind und wir bleiben bei der Überzeugung, dass ein Stück Wettbewerb im System der gesetzlichen Krankenkassen dem Versicherten nützt. Und dem sind wir und wollen wir auch in Zukunft verpflichtet sein. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Thomas Stritzel. Und jetzt hat Sabine Dittmar das Wort.